Hey, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder rund um das wundervolle Thema Schmuck. Los geht's! Ja, das ist ja mein Baby. Und erstmal, wenn ihr mich hier neu entdeckt habt, herzlich willkommen. Ich freue mich, wenn ihr mich kostenfrei abonniert. Ihr könnt die Glocke aktivieren. Ich freue mich über den Daumen nach oben. Und bei Instagram könntet ihr auch mal vorbeischauen, so dass wir das gleich mal alles besprochen haben. Und jetzt ganz wichtig, es gibt neue Steine. Ich sage euch aber gleich mal vorneweg, weil ich weiß, hier gibt es ein paar Mädels, die warten. Wir gehen ja jetzt so in die Zeit, wo man doch sich vielleicht mal mehr Schmuck kauft, so wenn ich so Richtung Weihnachten denke. Und ich weiß, einige warten von euch noch und sind schon ganz gespannt auf die neuen Steine. Und ich muss auch gleich dazu sagen, es sind jetzt, heute sprechen wir wieder über die großen Edelsteine. Es wird aber in den nächsten Tagen, Wochen die kleinen Steine geben, die kleinen Ringe, es gibt Ohrringe, es wird Ketten geben. Also seid da ganz gespannt, natürlich alles echt Schmuck, ist logisch bei mir. Aber ich habe mir Mühe gegeben, um euch einfach noch mehr bieten zu können. Und ja, ich sitze hier, habe die Sachen da bei Instagram, habe ich euch schon mal so ein paar Sachen angeteasert. Und ja, ich würde sagen, ihr kennt ja meinen Blautopaz, den schönen, großen. Das ist für mich ein totaler Heilstein, der mich beruhigt, den ich jeden Tag trage, jetzt seit, naja, fast 2 Jahren habe ich den Ring. Und ja, der gleicht mich aus. Also dieser blaue Stein, es sind alles echte Steine. Ja, auch nur, dass ihr das nochmal gehört habt, falls ihr neu seid, meinen Schmuck könnt ihr natürlich in Gold bestellen, ab 9 Karat, 14 Karat. Und die Ringe sind alle natürlich Silber. Die werden in einem Rhodiumbad galvanisiert, dann sind die einfach, die laufen nicht an. Also ich finde nichts schlimmer als so schwarze Finger, wenn man bekommt vom Schmuck. Und es ist hier kein versilbertes Blech oder so. Ich würde sehr viel Schmuck verkauft für sehr viel Geld, wie ich finde, wo ich mich immer ärgere, dass da so viel Geld verdient wird für unechten Schmuck. Und ich habe ja so diese Idee, oder ich kenne das halt von meiner Familie, dass ich halt das große Glück hatte, meine Familie, also meine Oma war eine totale Schmuckelster, die hat sich so in den 70er, 80er Jahren sehr viel Schmuck anfertigen lassen und Steine, echte Steine natürlich. Und das habe ich so ein bisschen übernommen, diese Leidenschaft. Und dadurch bin ich drauf gekommen. Nein, nur nochmal, dass ihr das wisst, ich bin da als Kind schon mit aufgewachsen. Das war für uns ganz klar. Ich bin auch, wenn ich bei meiner Mama bin und den Schmuck sehe, dann überlege ich immer, was könnte ich da vielleicht noch so für mich an Idee rausholen? Also wir haben da sehr viele Steine in der Familie und das hat mich schon immer beschäftigt. Und ich hatte auch schon früher als Kind, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich hatte mal eine Zeit lang, wo ich immer einen Stein bei mir hatte, weil ich wusste, dass er mich beruhigt. Oder hier hinten seht ihr vielleicht auch, da steht so ein Salzkristall, den habe ich schon, 1000 Jahre habe ich den im Schlafzimmer, weil ich so das Gefühl habe, der macht was für die Luft. So, und jetzt sind wir aber ja beim Schmuck und bei diesem wundervollen Thema, sich quasi mit diesen Steinen zu schmücken, aber halt auch zu schützen. Und der Blautopaz ist halt so ein Stein, der gegen Ängste ganz gut arbeitet, der kühlt. Trotzdem hat er eine wahnsinnige Kraft und Energie, dieser blaue Stein. Ich trage den jetzt am kleinen Finger, finde ich so schön, weil man möchte jetzt auch nicht zu viel sich daran machen, obwohl ich das liebe. Und ich bin auch ein großer Fan davon, 2 Steine miteinander zu kombinieren. Das finde ich so toll und ich werde so oft angesprochen. Also auch von oft viel jüngeren Frauen, die dann meinen, wow, was hast du denn für einen Schmuck? Und die da ganz neugierig sind, wo ich mich immer natürlich sehr freue, also in meinem realen Leben, ne, wenn ich hier beruflich unterwegs bin. Und ja, also den blauen Stein, den kennt ihr, genauso wie diesen wundervollen Granat. Den kennt ihr auch schon, den habe ich euch ja auch in Gold im Shop gezeigt. Und der wird aber jetzt auch in den nächsten Tagen in Silber eintrudeln. Und da werde ich euch den auch online stellen, weil auch einige darauf warten, sich diesen Granat in Silber zu bestellen. Der Granat ist halt eher so ein Stein, der gibt euch Feuer, der gibt euch Energie. Das ist ja so, im Buddhistischen hat man den Glauben, das ist die Verwandlung des Feuers. Das finde ich so toll. Und das war Sonnengott Ra. Also dieses Licht ist in diesem blauen Stein. Das sieht man auch ganz gut, wenn ihr halt hier öfters mal reinschaut und ihr kennt meine Ringe, dann wisst ihr, wie der strahlt, dieser blaue Stein. Und der rote, der hat eher sowas ganz Warmes. So, und jetzt kommt's. Jetzt kommen wir aber endlich zu den neuen Teilen. Der gibt mir so viel gerade. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist dieser honigwarme Zitrin. Diesen Zitrin, der reine Zitrin, den habe ich mir hier in Gold gefasst, weil das einfach eine super Kombination ist. Und ich trage den auch so gerne mit diesem Granat zusammen.
Diese Kombination ist unschlagbar. Und der Zitrin, vielleicht ganz interessant für euch, das ist natürlich auch so ein Sonnenstein, ne? Der gibt Wärme, der gibt Kraft, der beruhigt. Und dieses Zitrin kommt ursprünglich aus dem Lateinischen für Zitrus, ne? Also Zitrone, Zitrus. Und das ist aber hier mein Zitrin, das ist eher ein warmer Zitrin. Und trotzdem hat der so eine, der leuchtet so, so sehr. Und das ist mir auch so wichtig bei meiner Fassung, dass er halt von hinten schön angestrahlt wird. Also das Licht geht da rein und der funkelt. Und in Kombination mit dem Granat finde ich das mega toll. Der Zitrin ist auch so der Stein, falls euch das interessiert, falls es jemanden interessiert. Das ist auch der Stein für das Sternzeichen Löwe, also so diese, hat ja so eine Power, aber der Zitrin ist auch eher so ein Stein, der dann wieder eher so beruhigt, ne? Und Löwen sind ja auch manchmal so sehr temperamentvoll und dann kann der Zitrin so ein bisschen bremsen, was gut ist, also in einer gesunden Form. Und ich vertraue so dermaßen auf diese Steine. Der Zitrin muss auch nicht gereinigt werden, also manche haben ja so diesen Ansatz, was ich aber auch generell nie mache. Aber falls ihr euch mit diesem Thema beschäftigt, ein Zitrin nimmt keine negative Energie an. Das heißt, ihr müsst ihn auch jetzt nicht reinigen, falls sich jemand damit beschäftigt. Bei mir ist es aber so, dass meine Steine nehmen meine Energie an und die verbinden sich mit mir. Und ich habe noch nie einen Stein gereinigt. Und wenn ihr von mir so einen Stein bekommt, das ist auch nochmal wichtig, alle Pakete oder kleinen Päckchen, die ihr bekommt, die sind von mir verpackt. Also mir ist es ganz wichtig, euch da was zurückzugeben. Das ist mir ein ganz, ganz großes Bedürfnis. Also das ist jetzt nichts irgendwie Industrielles oder so. Das wird nicht irgendwo verpackt. Das mache alles ich. Ich habe auch den Kontakt mit euch und ich liebe es. Ja, das macht mich wirklich glücklich, wenn ich dann euch die kleinen Schatullen dazu aussuche. Die suche ich auch immer farblich aus und bin da auch ganz frei. Also ich lege mich da nicht fest, welche Farbe jetzt welcher Stein bekommt. Das ist einfach so ein Bauchgefühl, wo ich denke, dass es zu euch passt. Man könnte auch sagen, dass der Zitrin ist so der Stein des Lichts und des Glücks. Das ist einfach ein Stein, ja, das ist ein Begleiter und ihr merkt das auch. Also falls ihr mal so einen Stein von mir habt, so einen Ring, und ihr tragt den und ihr verlasst irgendwann euer Haus und ihr vergesst diesen Ring, dann werdet ihr denken, euch fehlt was und ihr müsst diesen Stein holen. Also so geht es mir regelmäßig. Ich gehe nicht ohne meine Steine raus. Mir ist das so wichtig. Also der Zitrin ist jetzt da. Der ist jetzt in Gold im Shop. Ihr könnt den aber auch in Silber bestellen, ne? Das könnt ihr dann mit mir. Dann schreibt ihr mir eine Mail und dann sind wir da im Austausch. Was ich euch aber jetzt auch zeigen möchte, ich habe diesen Zitrin auch in Silber hier, nämlich als Lemon-Zitrin. Und der hat natürlich genau die gleichen Eigenschaften wie der Zitrin, dieser goldgelben. Aber der Lemon-Zitrin, das ist ein, der ist noch so frischer. Der ähnelt dem Peridot-Stein, von der Farbe her ist er ähnlich. Und ja, er hat die ganzen Eigenschaften wie der Zitrin. Und er ist auf der einen Seite total kühl, aber ich finde, er gibt auch Wärme. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel bei Kerzenschein, ihr seid irgendwie, jetzt habt Kerzen an im Herbst, im Winter jetzt, dann bekommt der eine Kraft, ein Feuer und der strahlt so dermaßen. Und das ist mir so wichtig bei meinen Steinen. Ich möchte, dass die funkeln, dass die ja euch einfach, ihr habt was ganz, ganz, ganz Wertvolles und ihr werdet auch angesprochen. Ich verspreche euch das und an alle Mädels, die schon einen Ring haben, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich weiß, dass ihr angesprochen werdet, dass andere Frauen gucken und denken, wow, was hat die da am Finger für einen Ring? Und dann auch immer noch mal so Hautfarbe. Wenn ihr jetzt eher so dunkle Typen seid, dann funkelt dieser helle Zitrin so dermaßen und aber auch an der weißen Haut. Also da muss man aber schauen. Ich würde zu einer hellen Haut wahrscheinlich eher diesen honigfarbenen Zitrin empfehlen und zu einer dunkleren Haut dann eher so, also der Kontrast ist halt sehr schön, ne? Aber ich habe das Gefühl, der Stein passt sich euch an. Also so ist es bei mir immer. Ich habe die Steine und dann denke ich, wow, ist das wie, ich muss mich erst so dran gewöhnen. Und wenn ich ihn dann eine Weile trage, dann merke ich, was der mit mir macht, ne? Und ja, jetzt zeige ich euch noch einen Schatz. Und zwar ist das der Rosenquarz. Und ihr seht hier schon, dass das ist eher ein milchigerer Stein. Der ist natürlich nicht so klar
wie der Blautopas, ne? Der Blue Sky Topaz. Das schafft der nicht. Der ist opak. Anders opak als diese leuchtenden Steine, wo wirklich das Licht so durchdringt. Und trotzdem ist das ein ganz milder Stein und lässt sich perfekt auch zu diesem Blautopas kombinieren. Vielleicht ist hier gerade eine Frau dabei, ganz klassisch, die vielleicht ein Babymädchen geboren hat. Dann schenkt euch einen Rosenquarz. Ich habe mir damals ein Blautopas geschenkt zur Geburt meines Sohnes. Und das sind dann so Erinnerungen, die ihr euer Leben lang habt. Und das ist ja auch Schmuck. Ihr bekommt von mir ein ganz wertiges Etui und in diesem Etui hebt ihr euren Schmuck auch auf, wenn ihr den mal nicht mehr tragt und könnt den dann irgendwann an vielleicht die Kinder weiter verschenken oder Freunde oder ihr könnt ihn verkaufen. Ja, das würde auch noch gehen, obwohl ich das nicht möchte. Ich will, dass ihr die Sachen behaltet. Der Rosenquarz, das ist auch so ein Heilstein für die Liebe, sagt man. Ne? Also es gibt ja viele Therapeuten, die mit so Steinen arbeiten und da würde man mit einem Rosenquarz arbeiten, weil er halt heilt. Er ist gut für die Haut. Also wenn man den trägt, ne? Es gibt auch Menschen, die legen solche Steine in Wasser und trinken das dann. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich bin halt so eine Schmuckelster. Bei mir muss das schön an den Händen aussehen und er macht was mit mir. Und falls euch das auch noch interessiert, vom Sternzeichen wäre das so für die Krebsdamen geeignet, ne? Also so für das Sternzeichen Krebs. Ich weiß gar nicht warum, aber der gibt eine ganz klare Ruhe und obwohl er jetzt nicht so funkelt, ist er sehr strahlend. Und ich habe am Anfang überlegt, ob ich den aufnehme. Ne? Ich habe dann gedacht, Mensch, der leuchtet nicht so stark. Aber wenn ihr den auf der Haut habt, oh, das ist so eine, ja, ich kann es gar nicht erklären, wenn ich den jetzt hier zu diesem Blautopas stecke, der hat was ganz, ganz Sinnliches. Ich finde den super sexy, wenn man das so sagen darf. Ich finde den schon, also wenn jetzt eine Frau ist und sie zieht jetzt vielleicht nur ein schwarzes Kleid an und hat vielleicht ein Date und dann keinen Schmuck und dann nur so einen Rosenquarzstein. Oh mein Gott, das finde ich so, so, so schön. Und egal, ob ihr dann nudefarbene Nägel habt, also natürliche Nägel oder knallerrot, so wie ich jetzt, oder braun oder schwarz, dann ist das immer eine Farbe, die gut passt, ne? Und ja, ihr könnt die Steine mischen, mixen untereinander. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Die passen alle zusammen. Ihr könnt die alle ranstecken. Und auch vielleicht eben so wie ich am kleinen Finger. Ne? Ganz wichtig ist bei mir meine Größe, weil ich das am einfachsten für euch finde. Wenn ihr eure Ringgröße nicht kennt, dann nehmt ihr euch einen Ring, der euch gut passt, wo ihr den hinstecken wollt. Und dann ein Lineal und dann misst ihr in der Mitte einfach den Durchmesser einmal aus. Und diese Millimeter, die ergeben dann euren Ring. Und mich haben jetzt schon Nachrichten erreicht von Frauen, und da muss ich auch noch drauf antworten, die mich gefragt haben, ob ich auch Größe 23 anfertigen lassen kann. Na klar, ich kann das alles anfertigen, ne? Also auch von ganz klein bis kräftiger, weil es ist ja auch normal, wir Menschen sind nicht alle gleich. Und also da, und manche wollen den ja vielleicht, es gibt vielleicht auch Menschen, die sich sowas an den Daumen stecken. Jeder macht das, wie er möchte. Das sind, ja, traumschöne Stücke. So, und jetzt habe ich noch was Besonderes, nämlich einen Prasolit, also einen grünen Amethyst. Dieser Stein, der ist für mich wie so ein Chamäleon. Der hat für mich was Grünes, was Blaues. Der könnte aber auch hell sein, also schon fast wie ein Bergkristall. So ganz klar, das ist so ein wundervoller Stein. Wenn ihr vielleicht zum Beispiel so grüne Augen habt, genial. Da möchte ich euch dann, aber da gibt es ja dann das Video dazu. Es werden ja die Steine auch als Ohrringe kommen und das ist der Hammer. Also wirklich, wenn eine Frau mit so blauen Augen blaue Steckerchen trägt, das ist so krass, was das macht, wie diese, was da mit den Augen passiert. Das ist genial. Und so ähnlich funktioniert das aber natürlich auch mit den Ringen. Und das ist eher so eine, also für eine grünäugige Frau. Und der beruhigt auch eher, der hat so was Kühlendes. Der beruhigt Herz und Nerven und der ist auch für die Konzentration geeignet, ne? Weil der so klar ist. Der ist so, oh, ich weiß nicht, ich verliere mich in diesen Steinen. Ich finde das so genial. Ich könnte mir die alle anstecken und mich so freuen. Das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes und vielleicht hört ihr euch mal in euch rein. Und ich meine, jede Frau hat ja so ihren, die weiß ganz genau, was sie will. Also die meisten Frauen wissen, was sie wollen. Ich weiß, es gibt ein paar, die wollen irgendwie alle Steine. Und ich finde das völlig in Ordnung. Ich tick da ja genauso.
Aber wenn ihr euch jetzt nur einen aussuchen wollt, dann hört wirklich so in euer Herz. Ne? Wollt ihr was, was euch stärkt, was euch Energie gibt, dann ist es vielleicht der Granat. Ist es dieses beruhigende, honigfarbene, oh, dieses honiggoldene, das macht mich gerade, das ist mein Ring. Aber auch der Blautopas, mit dem habe ich ja gestartet. Das war ja so das Baby, ne, womit das alles begann. Und was aber eben ganz wichtig ist für euch, also geht in den Shop amelieberlin.com. Guckt, ich blende euch auch alles ein. Ich schreibe es euch unten in die Infobox. Guckt euch da in Ruhe die Sachen durch. Ich werde jetzt alles shooten. Also wenn ihr das Video seht, ist alles schon online und ihr könnt in Ruhe gucken. Ihr könnt mich immer anschreiben über die Shop-Adresse. Und wenn ich nicht sofort antworte, nehmt mir das nicht übel. Ich habe das auf dem Schirm, ich lese das alles und ich melde mich auch bei euch. Am einfachsten ist es natürlich, ihr bestellt die Größen, die da sind. Das ist für mich dann auch leichter, das kann ich besser dann handhaben. Und natürlich, ihr müsst eine kleine oder, wie ich finde, ganz normale Zeit einplanen. Also wenn ihr jetzt bestellt, dann plant mindestens 6, manchmal bis 9 Wochen ein, weil ich die Ringe anfertigen lasse. Ich sitze hier nicht wie ein kleiner Kaiser auf tausenden Ringen, natürlich nicht, sondern ich lasse die für euch anfertigen. Und deshalb gibt es immer so eine kleine Vorfreude. Aber ich finde ja diese Zeit auch schön, weil man dann so sich darauf freut. Und ich weiß, wie viele Mädels mir bei Instagram immer schreiben und fragen, wann der Schmuck dann kommt. Seid da geduldig. Ich kann das nicht innerhalb von 3 Tagen euch senden. Das geht nicht. Das ist ganz individueller Schmuck, den ihr auch nirgendwo sonst bekommt, außer bei mir. Das ist mein Schatz. Und bleibt aber gespannt. Es kommen diese kleineren Ringe, weil ich weiß, es gibt Frauen, die eher ganz, ganz zarte, kleine Ringe lieben. Es wird Ohrringe geben in verschiedenen Formen. Also da bin ich auch, also die sind jetzt, die stehen, da sind wir dabei. Und Ohrringe, genau. Und es wird natürlich meine Ketten geben. Also auch alles in Gold und in Silber, meine Nofretete. Ich bin so gespannt. Ich hoffe, das wird gut. Also ich liebe die. Ne? Die hat meine Oma anfertigen lassen. Das war in den 70er Jahren. Und ich habe die dann bekommen. Also ich bin mit dieser Kette irgendwie aufgewachsen. Und die Nofretete, wir wissen alle, was das für eine besondere Frau war. Und immer wenn ich trage diese Kette fast täglich. Das ist einfach für uns Frauen so ein Sinnbild. Und ich bin jetzt auch in dem, ich habe das Gefühl, dass mir, also gerade bei Ketten, finde ich es schwierig, unechten Schmuck zu tragen. Also einfach nur Blech. Und das ist auch, ja, es kommt drauf an, ne, was man da, das müsst ihr für euch, das muss jeder so für sich entscheiden. Und aber mir schmeichelt es sehr und meiner Haut, wenn ich eben echten Schmuck trage. Das ist für mich was ganz anderes und was ganz Besonderes. Und ich habe euch jetzt wieder meine neuen Steine gezeigt. Und ich muss gucken, welche Farben noch dazukommen. Aber das ist jetzt erstmal der Stand. Es werden aber, wie gesagt, noch die anderen Ringe kommen. Die kleineren Ringe. Und vielleicht habt ihr da ja Lust, nochmal zu schauen. Und ja, ich freue mich, dass ihr hier seid, dass ihr mich begleitet, dass ihr diesen Schmuck genauso feiert wie ich. Und ich wünsche euch alles, alles Liebe und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.